Ich bin der Thomas Tschentke aus Frankfurt. Starte, wie man sieht, für Spiridon Frankfurt. Habe mich qualifiziert für das Rennen hier in Frankfurt beim Ironman, bei meinem Hausrennen, wenn man so will. Bei mir direkt vor der Haustür. Da konnte ich sogar meine Altersklasse gewinnen. War natürlich ein großer Erfolg. Und kann leider aus terminlichen Gründen nicht nach Kona im Oktober. Habe mich dann für St. George entschieden. Bin jetzt nach den ersten paar Radmetern auch sehr, sehr froh. Meine ganz neue Erfahrung. Ganz neue Landschaften, ganz neue Eindrücke. Und es ist nicht so heiß wie auf Hawaii. Für mich ein Riesenvorteil, denn in der Hitze habe ich immer schwer zu kämpfen gehabt. Ich freue mich sehr, in einer Woche startet das Rennen. Wir fahren jetzt hier zu zweit nochmal die Runde einmal kurz ab, testen mal den Untergrund, gucken, ob unsere Räder vernünftig eingestellt sind. Und dann werden wir den Rest der Woche hier genießen. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Rennen. Und mal gucken, was möglich ist. Sebastian Kienle, es ist Race Week, es ist wieder WM und wir stehen hier in Utah und ich möchte mit dir über Erfahrung reden. Da kann man sich aus dem Fenster lehnen, hast du eine ganze Menge, sowohl mit Weltmeisterschaften als auch mit Utah. Was glaubst du, wie wichtig wird dieser Faktor am Renntag? Schwierig zu sagen. Mit Erfahrungen sind ja nicht nur die positiven Erfahrungen gemeint, sondern eben auch, was es bedeutet, einen Ironman zu machen und was es bedeutet, auch mal gegen die Wand zu laufen. Und ja, ich sag mal, über die Jahre lernt man dann auch vielleicht manchmal ein bisschen langsamer gegen die Wand zu laufen. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, die Erfahrung. Also wenn man eben erfahren hat, wie hart es auch sein kann und gerade auch auf der Strecke, dann ist es nicht nur ein Vorteil. Manchmal ist es auch ganz schön, nicht zu wissen, was kommt und keine Erfahrung zu haben. Aber am Ende, glaube ich, überwiegen schon die positiven Aspekte von der Erfahrung, gerade auf einer Strecke wie hier, weil sie von Anfang an sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, vor allen Dingen den Jungs mit großem Motor ihren Tank komplett leer zu fahren. Und ja, wenn der Tank leer ist, dann ist er halt leer, dann bringt auch der große Motor nichts mehr. Nun wird ja hier sehr viel über die Strecken geredet, ne, harte Bedingungen. Du wirst nie müde zu betonen, dass es das Rennen ist, was es hart macht, die Leute, die daran teilnehmen und nicht so sehr die Strecke, auf der es stattfindet. Glaubst du, dass das hier eine der härtesten WMs aller Zeiten wird? Vielleicht einfach, weil so viele Variablen drin sind, weil so viele Leute dabei sind, die vielleicht auch unvernünftige Dinge machen, auf die man reagieren muss. Ja, also erstmal vielleicht nochmal zu der Strecke, ob die Strecke hart ist. Das gilt natürlich ab einem gewissen Level der Athleten einfach, ja, das ist klar. Also auch wenn wir jetzt einen Ironman machen, wo wir zweimal ein Stelvio hochfahren würden, das würde die Strecke nicht unbedingt härter machen. Im Gegenteil, also ich glaube sogar, dass es so ist, dass teilweise Strecken, die topografisch jetzt vielleicht nicht so besonders hart erscheinen, am Schluss zumindest mal im Profirennen das Rennen unglaublich anstrengend machen, weil Dinge gefordert sind, die man vielleicht im Training so gar nicht kennt. Also auch zum Beispiel Hawaii ist einfach eine harte Strecke, weil du so viel Zeit in Aero-Positionen verbringst und einfach am Schluss zum Beispiel Rückenschmerzen hast. Wirklich, dass es kracht, also da tut der Rücken dann vielleicht viel mehr weh wie die Beine. Du siehst irgendwie Sternchen, weil du die ganze Zeit nur in der Aero-Position gefahren bist. Hier bietet die Topografie eigentlich von Anfang an natürlich genau das, was du angesprochen hast. Ja, es wird einige Athleten hier in dem Rennen geben, die was probieren wollen, die was probieren müssen, auch auf dem Rad von Anfang an. Und ich glaube, deswegen wird es wahnsinnig geil für die Zuschauer und wahnsinnig hart für uns. Und da kommt dann vielleicht auch der Faktor Erfahrung wieder dann zum Tragen, oder? Ja, mit Sicherheit. Also das ist kein Rennen wie jetzt auf Hawaii, wo es, sag ich mal, einfach einen Zug gibt von 30 Leuten, wo du auf jeden Fall irgendwo dabei bist und da fliegt dann immer mal wieder einer raus, der halt nicht mehr kann und irgendwann sind halt nur noch zwei oder drei übrig. Und ich sag mal, zumindest mal in den letzten Jahren war es ja selten so, dass dann jetzt Leute von Platz 10 noch auf Platz 2 vorgelaufen sind. Und hier kann das durchaus anders laufen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es hier deutlich mehr Verschiebungen noch gibt, spät im Rennen. Einfach dem geschuldet, dass es halt viele, viele Jungs gibt, die halt echt ja, Heißdüsen sind. Ja. Gleichzeitig aber eben auch brutal hart von der Strecke her. Du hast nach
deinem Jahr 2020, 2021 es hierher geschafft. Das ist ja tatsächlich erstmal die erste Hürde, die ihr alle nehmen müsst. Haben wir genug von gehört in den letzten Tagen, dass es auch nicht alle schaffen. Und wir haben uns auch letztes Jahr in Rot gesprochen und auch bei anderen Rennen warst du mehr oder weniger in Anführungsstrichen gezwungen, da jetzt an den Start zu gehen, weil entweder der Termin einfach das verlangt hat, aber oftmals nicht so, wie du da eigentlich hättest sein sollen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz platt, wie ist die Form hier? Ich glaube, die Form ist ziemlich gut. Also ich hatte jetzt wenig Einschränkungen irgendwie im Training. Es war nicht so, dass ich gar keine Einschränkungen hatte, leider, aber also sicher die beste Vorbereitung, die ich jetzt in den letzten 900 Tagen in dem Sport irgendwie hätte liefern können. Und allein schon das sorgt dafür, dass ich ein kleines Lächeln auf jeden Fall schon mal auf den Lippen habe und jetzt in der Rennwoche, ja, du einfach nur noch hoffst, so okay, jetzt keinen Scheiß mehr bauen und irgendwie nicht nochmal irgendwie was Dummes tun. Genau, also das ist eigentlich, war jetzt schon die größte Herausforderung, hier überhaupt an den Start zu stehen und einigermaßen gesund am Start zu stehen. Du hast die 900 Tage angesprochen, sogar noch mehr sind es mittlerweile seit der letzten WM auf Hawaii. Da hast du auf dem Podium gestanden, bist Dritter geworden. Du bist Weltmeister geworden auf Hawaii. Du hast, wenn man sich deine PTO-Liste anguckt, da stehen so viele gelbe für den ersten Platz, so viele zweite Plätze, gar nicht so viele dritte Plätze. Das gehörte über die ganzen Jahre immer mit dazu. Und mittlerweile ist es so, und auch über die anderen Jahre, es sind immer andere Namen, die irgendwie auf dem Hype-Train sitzen und als große Favoriten gehandelt werden. Am Ende warst du sehr, sehr oft mit dabei vorne und auf dem Podium. Wie groß ist deine Zuversicht, dass du es auch dieses Mal schaffst? Ja, für mit dabei, da habe ich schon Zuversicht. Ja. Aber für Podium und ganz vorne, da muss man realistischerweise einfach sagen, die Athleten, die jetzt gehypt werden, die werden schon auch zu Recht gehypt. Einfach aufgrund von Vorleistungen, ja, und auch von Vorleistungen nicht nur über irgendwie Kurz- und Mitteldistanzrennen, sondern eben auch über Langdistanz. Es stimmt schon, am Ende, auch wenn man Rennen wie Hawaii anschaut, spricht man vorher über ganz viele, am Schluss sind es meistens dann dieselben irgendwie 4, 5 gewesen in den letzten 10, 12 Jahren, die dann halt eben vorne mit dabei waren oder ganz vorne waren. Ich glaube schon, dass es so eine Wachablösung gibt in diesem Jahr. Das muss man ganz klar so sehen und das ist auch nichts Schlimmes, aber ich freue mich einfach, dass ich noch berechtigterweise ohne rot zu werden, sagen kann, ich habe immer noch eine kleine Chance, das Rennen auch zu gewinnen. Also Chance, das Rennen zu gewinnen, da ist dann alles beim Alten geblieben. Ansonsten bist du ein Sebastian Kienle, der ja als Mensch, als Privat, große Veränderungen zu den vielen Malen, die du hier schon warst in Utah, hast. Du bist Papa geworden und du bist auf deiner, in Anführungsstrichen, ja, wie soll man sagen, Abschiedstournee mit großen Ambitionen. Da hast du schon oft drüber gesprochen, hast schon viel erzählt, was das für dich bedeutet. Mich würde halt interessieren, wenn du jetzt hier vor Ort bist und es ist wieder Rennweg einer Weltmeisterschaft, ist das schon angekommen, dass das jetzt die Weltmeisterschaft auf deiner Abschiedstournee ist? Ja, das ist angekommen. Also ich war ja auch schon, wie du es ganz am Anfang schon angesprochen hast, etliche Male hier und ja, dann hier auch nochmal zurückzukommen und jetzt ja, für eine WM hierher zurückzukommen, bei sicher einem von den Rennen, die ich mit am liebsten gemacht habe auf der ganzen Tour, bei denen ich nie sonderlich erfolgreich war, unglücklicherweise, aber die ich wirklich gern gemacht habe. Auch das sorgt nochmal dafür, dass es einem so wirklich bewusst wird, ja, dass es halt jetzt eine Deadline gibt und dass es dann irgendwann ein Ende gibt. Das macht es aber eigentlich fast noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ja, es nicht mehr genießen kann, aber dass es schon nochmal was verändert hat, zum Positiven auch. Ja. Für was diese Veränderung reicht, werden wir am Renntag sehen. Vielen Dank, Sebastian Kienle. Sehr gern. Viel Spaß euch beim Zuschauen.